Willkommen zurück zu Sternschweif. Wir arbeiten uns immer noch etwas ziellos durch diese verworrenen Blutzinnenkerker. Gut, im Brand hämmert Arbosch gegen die unüberwindliche Tür. Also irgendwie. Er ist ja auch betrunken. Natürlich ideale Voraussetzungen, um hier ein Schloss zu knacken. Aber ich glaube, wir haben ja den benötigten Schlüssel noch nicht. Deswegen werden wir die beliebte Penetrizel-Kombination mit, also Penetrizel-Transversales-Kombination mal einsetzen. So können wir nämlich die nächsten Felder sehen. Und jetzt können wir uns weiter. Hä? Teleportieren. So. Mit ihrer geballten magischen Macht teleportiert Xania die Gruppe ein Feld weiter. Tada! So. Oh. Wieder hier höhlenartigere Gänge. Und Orks, auf sie! Eine Truhe und noch mehr Orks. Was haben wir hier? Schlafgift. Nehmen wir mit und 41 Dukaten. Juhu. Und noch mehr Orks und noch eine Truhe. Als ihr den letzten Gegner erlegt habt, entdeckt ihr, dass einer der Orks einen wirklich seltsam aussehenden Schlüssel verloren hat, den ihr schnell an euch nehmt. So, dann wollen. Zangenschlüssel, dann wollen wir den mal. Nee. Okay. Ja. Stolz streicht Arbosch hier noch über sein mittlerweile gut gefüllten Schlüsselbund. Unter anderem den Lowangenschlüssel haben wir ja auch noch dabei. Was haben wir hier denn? Heiltrank und noch ein Schlüssel. Juhu. Und 51 Dukaten. Ein Fuchsschlüssel. Den verleibt er sich ebenfalls ein. Und wir werden nochmal einen Heiltrank an Xania vergeben. So. Und weiter geht's. Der nächste Ork. Hinter der großen Tür im Norden könnt ihr deutlich Stimmen vernehmen. Dann auf sie. Wow, zwei. Hier hat es am Boden einen riesigen getrockneten Blutfleck. Ah ja. Das. Eben als sich die Tür hebt, hört ihr schon ein lautes Knurren und schon kommt eine Meute geifernder Kampfhunde unter der Tür auf euch zugehetzt. Und wir zittern. Wie Espenlaub. Ja.
Ihr steht in einem kleinen Raum, der göttererbärmlich nach Hunden, verfaulendem Fleisch und Schlimmerem stinkt. Wollt ihr den Raum wirklich durchsuchen? Ja. Ihr wühlt euch durch Dinge, die hier besser ungenannt bleiben, versaut euch dabei von oben bis unten und macht dabei eine makabre Entdeckung. Die Überreste einer angefressenen, offensichtlich elfischen Hand, an der noch ein Ring steckt. Wollt ihr den Ring an euch nehmen? Ja. Unser Charisma sinkt um 2 Punkte. Das ist unangenehm. Ring Rot, den haben wir doch schon mal. Ich glaube, der erhöht die Magieresistenz um 2. Er soll wieder einem Elfen gehören. Oder einer Elfe diesmal. Ja, die Magieresistenz ist um 2 gestiegen. Bäh, so. Ich glaube, das reicht. In diesem Raum. Diesen Raum wird offensichtlich Tierfutter gelagert. In Trögen entlang der Wand liegen angefaultes Fleisch, Gemüsereste, schimmliges Korn und erschlagene Ratten. Bäh. Bäh, weg damit. Orks, zur Abwechslung. Was? Als ihr den letzten Gegner niedergestreckt habt, entdeckt ihr, dass einer der Orks einen Schlüssel verloren hat, den ihr schnell an euch nehmt. Jo. Brillenschlüssel. Der Schlüssel Kreativität ist hier keine Grenze gesetzt. Oh. Turaz. Sharak Uanach Katai Takai. Ich dachte schon, Taira holt mich in sein Reich. Ich bin Turaz von den Brodigai. Ein großer Kämpfer und Gegner von Häuptlich Jakatz, der hier herrscht. Lasst mich frei und ich werde euch eine große Hilfe sein. Erzählt uns mehr. Diese zensierte Kinderfresser von Ochsolochai, denen diese Ruine hier gehört, haben mich entführt, damit meine Sippe ihnen bei ihren Eroberungen dienen soll. Da scheiß ich einen großen Haufen drauf. Die Brodigai unterwerfen sich niemanden. Was ist? Bin ich dabei? Wir regeln unsere Angelegenheiten alleine. Mögen eure Gedärme verrotten und eure Augen den Geiern zum Fraß dienen. Ah ja, wir sind also hier in einer Gefängniszelle. Ihr nehmt die Kritzeleien auf der Wand näher in Augenschein und entdeckt folgendes. Scheiße. Ho, ho, ho. Hier scheint sich von den Ritzen im Boden zu schließen eine Grubenfalle zu befinden. Ihr steht in einem kleinen Raum, der als Gefängniszelle hergerichtet ist. Fauliges Stroh auf dem Boden, ein übel riechender Eimer für die Notdurft und ein Fackelhalter und ein paar Kritzeleien an den Wänden. An einer Stelle der Wand hat wohl jemand versucht, einen Stein aus der Wand zu lösen. Ja. Und tot allen Orken. So, so. Ja, alle haben ihre letzte Ration zu sich genommen. Das ist in Ordnung. Ihr steht in einer sehr engen Kammer, die offensichtlich als Gefängniszelle dient. Auf dem Boden ist etwas Stroh verteilt, in einer Ecke steht ein Eimer. Zabrak Wasser ist ein XXXX. Ah ja, gut. Orks. Die kotverdreckten Helden stürzen sich auf die Orks. Eine Truhe. Moment mal, mein Arbosch, das Schloss sieht aus wie... Mit diesen Worten zieht er den Zangenschlüssel hervor und öffnet die Truhe damit. Wusste ich's doch, meint er dann voll stolz. Was haben wir hier? Heiltränke.
Araxgift, Angstgift, 3 Fiolen, Goldleim und 5 Tanelen. Dies ist eine Fiole. Diese Fiole enthält eine seltsame, zähflüssige Substanz, die irgendwie zu funkeln scheint und wirklich übel riecht. Auf der Flasche ist eine orkische Aufschrift, die so viel wie Fadenschein bedeutet. Gehen wir mal eins Xania. Nee. Einen kann ich Jaiger wirklich behalten und eine kriegt Rondran. Gut. Und Xania genehmigt sich mal nochmal einen Heiltrank. Nein. So. Ich lebe noch, das ist toll. Nach einigen Wühlen im fauligen Stroh entdeckt ihr ein kleines silbernes Amulett. Na, das ist doch nett. So, wo ist es? Da, Spiegelamulett. Aha. Nuda Structura Magie. Dieses Amulett wirft einen Zauber zurück. So, so. Das könnte ja noch hilfreich werden. Und Orks. Also, das scheint hier auf jeden Fall der Gefängnistrakt zu sein, wie man unschwer erkennen kann. Ja. Und noch eine Grubenfalle. Na, wenn man sich hier irgendwie befreit, dann wird man also Opfer. Eine Grubenfalle. Praedan von Tann. Rondra sei Dank, keine Orks. Seit mehr als 6 Wochen hält man mich nun schon in diesem finsteren Gemäuer fest, ohne dass mir Aussicht auf Flucht oder Hilfe zuteil wurde. Doch entschuldigt, ich ließ mich gehen. Praedan von Tann ist mein Name, Hauptmann der Garde seiner Hoheit des Königs von Tiefhusen. Erlaubt mir, mit euch zu ziehen und mein Schwert sei eures. Ja, da kann ich nur zu sagen, Praedan ist kein Mensch und wir reisen ja sowieso alleine, von daher, wenn wir gesiegt haben, so wird auch euch die Freiheit gewiss, doch fechten wir diesen Kampf alleine aus. So sei es, mögen die Götter euch beschützen. Hoch lebe die 19. Kompanie. Ja. So, das sind auch die beiden NPCs gewesen, die man hier. Okay. Die man hier befreien konnte. Damit können wir dem Gefängnistrakt auch den Rücken kehren, nachdem wir die letzte Inschrift studiert haben. Hoch lebe die 19. Kompanie. Ja, die 19. Kompanie ist hier scheinbar elendig verreckt. Wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Ihr steht in einem modrigen, wohl seit längerem nicht mehr benutzten Lagerraum. Den Inhalt der Truhe könnte man bestenfalls mit Plunder umschreiben. Motten, zerfressene Decken, rostige Helme, abgebrochene Hammerköpfe und dergleichen mehr. Na, dann haben wir hier alles Mögliche und Unmögliche wird hier gelagert. Herumstöbern, Speere, Speer, Pike. Können wir nicht gebrauchen. In diesem Regal liegen abgetragene Rüstungen orkischer Machart. Einmal abgesehen davon, dass sie euch nicht passen würden, sind sie fast alle so zerschlissen, dass sie auch kaum noch Schutz bieten würden. Viel interessanter ist allerdings, dass hinter dem Regal eine schmale Ritze in der Wand erkennbar ist. Wollt ihr versuchen, das Regal zur Seite zu schieben? Ohne allzu große Mühe schiebt ihr das Regal zur Seite und widmet der Wand dahinter eine genauere Untersuchung.
Ihr entdeckt in der Decke über der Tür in etwa 3 Schritt Höhe eine kleine, etwa Silbertaler große, runde Öffnung. Leider ist das Loch für euch unerreichbar und so schiebt ihr das Regal wieder zurück an seinen Platz, um kein Aufsehen zu erregen. Na, wir erregen hier auch an sich überhaupt kein Aufsehen. Schnappen wir uns mal einen Speer. Lasst uns mal das Ding hier versuchen. Mein Arbosch nimmt sich den Speer und beginnt damit in der Öffnung herumzustochern, bis ihr ein scharfes Klicken hört und plötzlich unter lautem Getöse vor euch die Wand im Boden versinkt. Tada! Hier ist der Boden mit Geröll übersät und ein seltsamer, scharfer Geruch liegt in der Luft. Mit mächtigen Hieben zerteilt ihr die klebrigen, nahezu fingerdicken Fäden des Netzes. Na, das riecht nach Spinnen. Obligatorisch, die gehören ja in einen guten, gut sortierten Dungeon durchaus dazu. Mit mächtigen Hieben zerteilt ihr die nahezu und so weiter. Oder klebrigen, nahezu fingerdicken. Und Spinnen und Autokampf und weiter geht's. Sich nicht hier irgendwo die Spinnenkönigin versteckt. Und die nächste Spinnenwelle. Ja, so langsam aber sicher reicht mir dieser Dungeon hier oder dieses Kerkersystem. So, ich hoffe nochmal, dass es wir jetzt hier. Ah, ich verstehe das nicht. Xania mal heilen können, nicht, dass sie sich hier wirklich was Ernsthafteres einfängt. Und Steinbrocken prasseln von der Decke auf uns herab. Das ist natürlich ärgerlich. Und Spinnen stürzen sich aus der Höhle auf uns. Und noch mehr Spinnen. So, immer noch mal ein paar Heiltränke. Verzeihung. Heiltränke verteilen. Und Zaubertrank kann auch nicht schaden. Und mal einen starken Heiltrank. Ja, sehr gut. So. Und Neria kann noch mal ein bisschen Kraut mümmeln. Das geht aber auch langsam zur Neige. So. Wo waren wir jetzt hier noch mal? Und ein Skelett in einem Spinnennetz. Ihr untersucht das Skelett genauer, doch es scheint nichts von Interesse zu geben, bis ihr hinter dem Netz etwas zu blitzen sehen scheint. Wollt ihr nachsehen, was da ist? In einer Nische hinter dem Leichnam könnt ihr ein Schwert mit reich verziertem Griff finden, das dem Unglücklichen aber offensichtlich wenig genutzt hat. Und zig Spinnen stürzen sich auf uns. Wir können auch wieder Computerkampf machen. Ja.
ist es, noch ein neues Schwert. Verzeihung. So, nochmal eine Analyse. Schwert. Was ist das? Ist wieder misslungen, ne? Ja, dann eben nicht. Dann reichen wir es vorerst. So, dann wollen wir den zweiten Teil hier nochmal erkunden. Und Spinnen vernichten. Juhu. Ja, Spinnen. Von der Decke prassen Stollenbrocken auf uns herab. Toll. Ja, also irgendwie dieser Dungeon hätte auch ein Tick abwechslungsreicher sein können. Aber gut. Und noch mehr Spinnen. Weil ich mich korrigieren muss. Also der Dungeon an sich ist ja ganz nett, nur dieser Abschnitt ist etwas. Eintönig. So, hier. Also der Gefahreninstinkt hier der Gruppe meldet, dass hier etwas ziemlich Heikles wartet. Und das werden wir uns im nächsten Video mal näher anschauen. Bis dahin.